herzlich willkommen zu einem weiteren Fallbeispiel bei unserem Wissensmanagement MOOC 2016. Heute begrüßen wir, das sind der Dirk Liesch und Gabriele Vollmer, die Frau Dörte Böhner vom Streitkräfteamt, genauer gesagt dem Fachinformationszentrum der Bundeswehr, wo die Frau Böhner die Wiki-Services der Bundeswehr betreut. Erstmal hallo Frau Böhner, vielen Dank, dass Sie für ein Video-Interview zur Verfügung stellen. Und ja, erste Frage natürlich gleich, wozu, in welcher Form nutzt die Bundeswehr Wikis? Wie müssen wir uns diese Wikis ganz konkret vorstellen? Okay, dann würde ich vorschlagen, gucken wir vielleicht anhand der Folien. Es ist eigentlich nur ein Wiki-Service, den die Bundeswehr betreibt, aber dahinter versteckt sich ganz, ganz viel. Das werde ich Ihnen jetzt in kurzer Form mal versuchen vorzustellen. Ganz kurz zur Historie, wie kam es eigentlich dazu, dann den organisatorischen und technischen Background, warum Wiki und das eben auch anhand von Anwendungsfällen und Beispielen, die wir so haben. Und letztlich unser Service und unsere Erfahrungen, die wir unseren Nutzern zukommen lassen. Ich glaube, dieses Prinzip, einer weiß viel, zwei wissen mehr und alle wissen alles, das kennt man inzwischen ganz deutlich. Und das war auch ein Grund, warum man 2005 eigentlich angefangen hat. Wichtig letztlich war, dass von Anfang an klar, der Wikiservice BW oder die Wikis der Bundeswehr sind eigentlich mehr als die Wikipedia. Man hat sich relativ schnell dazu entschlossen, die etwa 700 Bereiche, die man anbietet, zu unterteilen. Es gibt ein ganz großes Wiki, was am ähnlichsten ist wie die Wikipedia. Das ist das B-Wiki, das ist eben das Nachschlagewerk für Bundeswehrthemen. Ist aber auch ein Stück weit Wegweiser in unser Intranet. Das werde ich noch versuchen, ein bisschen mehr zu verdeutlichen nachher. Dann haben wir auf der anderen Seite Dienststellen und Projektwikis. Und diese haben unterschiedliche Formen von Offenheit. Ganz offen heißt, jeder kann dort mitarbeiten. Dann die Möglichkeit, dass zwar gelesen werden kann, aber nur bestimmte Leute im Grunde genommen dort schreiben dürfen, und es gibt die geschlossenen Bereiche, wo dann Informationen nur für sehr spezifische Zielgruppen bereitgestellt werden. Daneben kann jeder Nutzer oder jeder angemeldete Nutzer noch einen eigenen persönlichen Wiki-Bereich betreiben. Zu unseren Zahlen, damit wir auch wissen, in welchem Umfeld wir uns momentan bewegen. Wir haben zurzeit etwa über 710 Wiki-Bereiche. Etwa 38.000 angemeldete Nutzer, davon reine Besucher, also Besucher auf unseren Wikis, etwa 250.000 im Monat. Was bedeutet letztlich, dass es über 1 Million Ansichten pro Monat gibt, also reine Klicks auf Wiki-Seiten. Und verteilen tun sich die Inhalte auf derzeit ca. 360.000 Seiten. Wie entstand das Wiki? Eigentlich war es ein U-Boot. Ohne dass es von oben genehmigt worden war, hat das Wannenamt der Bundeswehr einfach damit angefangen, ein Wiki aufzusetzen, damals noch auf Wikimedia. Und dieses U-Boot ist durch Mundpropaganda auch in andere Bereiche dann eingetaucht. Und 2006 hat man gesagt, okay, das ist so erfolgreich, da müssen wir drüber, sage ich mal, da müssen mehr Leute davon wissen, wir machen das jetzt offiziell in den Bundeswehrmedien. Und das hat dann zu einer sofortigen Abschaltung des Wikis geführt. Nun hat man überlegt, was kann man machen, damit das Wiki weiterlaufen kann, und man hat eine Methode verwendet, das heißt, die heißt Concept Development and Experimentation, wo Dinge ausprobiert werden dürfen, die einen hohen Mehrwert für die Bundeswehr liefern sollen. Und in diese Methode hinein
hat man begonnen, sozusagen einen offiziellen Weg zu beschreiten. Durch das Luftwaffenamt, Zentrum für Weiterentwicklung Luftwaffe, wurde das Ganze begleitet. Und die haben ein Konzept entwickelt zwischen 2006 und 2008. Und im November 2008 ist dieses Konzept genehmigt worden, ganz offiziell. Und nun konnte der Wiki-Service richtig durchstarten. Man hat darum gekämpft, dass man schon von Anfang an Informationen in dieses Wiki hineingebracht hat, um nicht mit einem leeren Wiki zu starten. Dazu hat man im Grunde genommen einen Teil der Informationen aus dem alten Wiki übernommen, hat neu hinzugefügt. Und 2009 im März startete man nun mit der offiziellen Informationskampagne innerhalb der Bundeswehr und hat das als Beta-Service im Grunde genommen angeboten. Sehr schnell hat man auch begonnen, dieses Projekt aus dem Experimentierstatus in ein vorgegebenes Beschaffungsverfahren zu überführen, um so sicherzustellen, dass auf Dauer der Wiki-Service in der Bundeswehr angeboten wird. Ganz schnell ist auch das Verteidigungsministerium dort eingestiegen. Man hat im Januar 2011 ein großes Diskussionsforum im Rahmen des Wiki-Service gestartet. Also man hat Funktionalitäten des Wiki-Service genutzt, um die Soldaten und die Beschäftigten an der Neugestaltung der Bundeswehr zu beteiligen. Und es ist nicht nur ein Diskussionsforum gewesen, sondern die Ergebnisse, die man daraus gezogen hat, letztlich sind dann in weitere Arbeitsverfahren auch eingezogen worden. Also Kommunikation und Beteiligung waren hier ein ganz großes Stichwort, was auch zum Erfolg des Wiki-Service beigetragen hat. Dann im Juli 2012 wurde nun offiziell das Ganze genehmigt. Und der Wiki-Service durfte damit tatsächlich ganz offiziell an den Start gehen. Es gab ein Projekt, das sich aus diesem Vorhaben entwickelt hat, in dem es darum ging, letztlich dann das Wiki in eine dauerhafte Form zu überführen. Und in diesem Rahmen hat man auch nochmal geguckt, welche Software ist die geeignetste. Das MediaWiki ist zwar Open Source, ist aber für viele nicht so einfach nutzbar gewesen. Deswegen hat man sich nach verschiedensten angesehenen Softwaren für die Software Confluence entschieden, der Firma Atlassian, und hat bestehende Inhalte in wenigen Monaten, ich glaube, wenn ich es genau in Erinnerung habe, innerhalb von 5 Monaten überführt in die neue Software. Und ganz offiziell gestartet sind wir am 13.02.2013. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann auch die Verantwortung, was Nutzerbetreuung angeht, ans Fachinformationszentrum der Bundeswehr übergeben worden. Noch ein bisschen Background und Background. Es sind momentan 3 Stellen daran beteiligt. Das eine ist das BNBW, die sozusagen für die Ausrüstung zuständig sind. Das ist die projektierende Stelle und unsere Geldgeber. Das heißt, wenn wir weiterentwickeln möchten, entscheidet das BNBW darüber und schließt die entsprechenden Verträge ab. Auf der anderen Seite, die technische Betreuung passiert durch unseren IT-Dienstleister, die Firma BWI, die eben den technischen Support, also die Server betreibt, die die technische Umsetzung von Weiterentwicklungen begutachtet. Und das SKA Fitz BW hat die Nutzerbetreuung übernommen. Wir sind die Ansprechpartner, wenn es darum geht, wie das Wiki verwendet werden kann, wie man an einen Wiki-Bereich gelangt und so weiter. Und die Maniac-Geeken, die Sie hier sehen, das sind eigentlich auch die Personenzahlen, die dahinter stecken. Es gibt einen bei BNBW H14, der dort mitarbeitet. Dann sind wir beim SKA Fitz BW 4 Kollegen zurzeit, die die Betreuung übernehmen.
Und es gibt drei Dienstleister in etwa bei der BWI. Zur Software hatte ich ja schon gesagt, dass man auf Confluence umgestiegen ist. Das ist ein Enterprise-Wiki, welches wir derzeit in der Version 5.9.12 betreiben und wo wir im nächsten Jahr auf jeden Fall auf eine höhere Version updaten werden. Dahinter steckt eine MySQL-Datenbank und unsere Statistikauswertung machen wir mit einer Software, die Webtransparenz ist. Confluence bietet bestimmte Strukturen, es gibt Bereiche, die wir immer kurz Wikis nennen. Dann kann man eine Art Blog betreiben, in dem man News veröffentlicht. Es gibt Seiten, auf denen dann die eigentlichen Inhalte stehen. Man kann sowohl bei den Blog-Einträgen als auch bei den Seiten jederzeit kommentieren oder Anhänge anfügen, seien das Dokumente, seien das Bilder. Das geht alles sehr einfach, da braucht es wenig Vorwissen seitens der Nutzer. Und es gibt eben gerade auch im Bereich Kommunikation und Vernetzung einige Features, die Confluence mitbringt. Man kann Seiten sehr einfach teilen. Man klickt auf den Knopf, gibt eine E-Mail-Adresse ein und kann das Ganze abschicken. Für jeden Nutzer gibt es ein entsprechendes Profil, wo er sich auch entsprechend mit vorstellen kann. Und man kann Seiten beobachten und so zum Beispiel dann bei Änderungen per E-Mail informiert werden. Ein großer Vorteil ist, dass unser Wiki-Service im Grunde genommen einen Rich-Text-Editor hat. Das heißt, die Nutzer können wie gewohnt bei Word arbeiten. Sie sehen sofort, was passiert. Makros unterstützen sie mit weiteren Funktionalitäten. Es ist möglich, auch automatisch Inhalte zusammenzustellen. Das sind alles Möglichkeiten, die automatisch auch durch die Software-Confluence mitgeliefert werden. Und jetzt komme ich noch zu einigen Beispielen, Anwendungsfällen. Was wir bei allem, was wir machen, immer im Hinterkopf behalten, sind unsere drei K.O.-Kriterien, so nennen wir die. Kooperation, Kommunikation und Kollaboration. Darauf richten wir im Grunde genommen sowohl unsere Beratung aus, als auch die Angebote seitens der Nutzer, wo wir sagen, da an der Stelle, das könnt ihr für die und die Sachen nutzen. Es gibt das Ability, hatte ich ja schon erzählt, als unser größter Bereich mit etwa 90.000 oder mittlerweile sogar 95.000 Seiten. Dort werden angeboten ganz gewohnt Abkürzungen, wie man es von der Wikipedia auch kennt, die dann aufgelöst werden. Es gibt die Möglichkeit, auf unsere Datenbank zu verweisen, wo Fachbegriffe definiert werden. Man kann auch Definitionen, die man aus anderen Quellen hat, übernehmen und jederzeit über Links auch auf andere Begrifflichkeiten zur Abgrenzung verweisen. Ein bisschen besonderer ist dann schon die Möglichkeit, bei uns Vorschriften nachzuweisen. Dafür gibt es ein strukturiertes Element, mit dem ein Dokument beschrieben werden kann. Diese Informationen werden zum Teil aus einer Datenbank abgefragt. Da gibt es ein kleines Skript, was im Grunde genommen diese Informationen abfragt und in so eine Seite einbaut. Diese Seiten können dann durch Nutzer noch ergänzt werden. Und der Vorteil ist, den wir auf diesen Seiten haben, dass zum Beispiel zitierte Seiten, also Seiten nachgewiesen werden, die dieses Dokument zitieren, oder auch Dokumente nachgewiesen werden, die im Grunde genommen einen Bezug zu dieser Vorschrift haben. Das erleichtert es im Grunde genommen nachher auch Zusammenhänge herzustellen.
Man findet heraus, wer entsprechend verantwortlich ist für das Dokument. Und ganz wichtig ist auch die Tatsache, dass wenn eine Vorschrift ihre Gültigkeit verliert, wird das an dieser Stelle nachgewiesen. Und durch Nutzer können dann, und das wird auch gut angenommen, der Nachfolger zu dieser Vorschrift angegeben werden, was dazu führt, dass man sehr schnell dann doch relevante Informationen wiederfindet. Ein weiterer Punkt, der vielleicht so eine Besonderheit ist, dass Informationen zusammengetragen werden zu den einzelnen Dienststellen. Man sieht im Grunde genommen auf der einen Seite, wie die Dienststelle aufgehangen ist, auch anhand der Unterstellung. Man bekommt einen kurzen Überblick über den Auftrag. Es gibt Kontaktdaten, die man abfragen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, auch formale Nummern, die man immer mal wieder braucht, herauszufinden auf diesen Seiten. Und das sind alles Informationen, die durch unsere Autoren in diesem Bereich zusammengetragen werden. So etwas Ähnliches in strukturierter Form gibt es auch für die Liegenschaften. Der Vorteil ist, Soldaten ziehen sehr häufig um, werden sehr häufig versetzt. Oder man ist für längere Zeit irgendwohin abgeordnet und kann sich so im Vorfeld schon mal über die wichtigsten Möglichkeiten auf dieser Liegenschaft informieren. Die Kommunikation ist ganz groß geschrieben, auch in den Wiki-Bereichen. Und es wird sehr stark genutzt und angenommen. Das zeigt sich auch immer wieder im Grunde genommen in den Zahlen, die sich dort ergeben, dass wir also sehen, die Reichweite gerade in Bezug auf Kommunikation ist sehr groß. Vielleicht noch eine Hintergrundinformation für das Wiki an sich. Das Wiki arbeitet hierarchiefrei, das heißt, es ist jetzt egal, ob das ein Vorgesetzter ist oder ob das nur ein kleiner Angestellter ist, ob das ein kleiner Soldat ist, der überhaupt also keinen hohen Rang hat oder so. Jeder kann dort schreiben, jeder kann dort teilnehmen. Das zeigt sich auch darin, dass wir auf sehr unkomplizierte Art und Weise Wiki-Bereiche einrichten. Wer einen Antrag stellt, bekommt eigentlich auch einen Wiki-Bereich zugewiesen. Eine andere Besonderheit ist, dass der Wiki-Service für die gesamte Bundeswehr und für alle Angehörigen der Bundeswehr im Intranet der Bundeswehr ausgerollt ist. Ob das nun ein Team innerhalb einer Dienststelle ist, die dort im AMWiki-Bereich arbeitet oder zum Beispiel beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, die dann auf einem Standort sich festgelegt haben, aber dienststellenübergreifend arbeiten. Und letztlich kann man so auch deutschlandweit zusammenarbeiten und sich austauschen. Das ist einer der größten Mehrwerte, die wir als Wiki-Service zurzeit mitbieten können im Rahmen der täglichen Arbeit. Was die Zusammenarbeit angeht, merken wir, dass wir auf bestimmte Kulturänderungen hinweisen müssen. Ich glaube, auf dem linken Bild sieht man so ganz typisch, wie Arbeiten derzeit funktioniert, dass man E-Mails versendet, an dem hängt ein Dokument, dieses Dokument wird bearbeitet, wird wieder zurückgesendet und irgendjemand muss das dann in ein gängiges Dokument zusammenführen und dann beginnt eigentlich dieser Kreislauf nochmal, bis letztlich alle zugestimmt haben. Im Wiki ist es etwas anderes. Man bearbeitet den Inhalt an einer Stelle, sieht, wer welche Änderungen und Ergänzungen vorgenommen hat. Die sind auch immer nachvollziehbar, da unsere Nutzer immer unter ihrem Klarnamen arbeiten. Und zweitens die Änderungen auch jederzeit in einer Historie mitverfolgt werden können. Und es lassen sich auch alte Arbeitsstände jederzeit aufrufen und wiederherstellen, wenn das notwendig sein sollte. Ich habe hier jetzt mal ein Beispiel
ausgewählt, was wir im letzten Jahr umgesetzt haben. Dort war es so, dass Dienststelle 1 ein Produkt hatte, was sie anzuwenden hatte, wo sie Nutzer war, wo sie Änderungswünsche hatte. Diese Änderungswünsche hat sie letztlich an Dienststelle 2 gemeldet. Die haben daraus Anforderungen geschrieben, haben das irgendwo abgelegt in einem Dokument, haben dann dieses Dokument versendet, haben bestimmte Informationen in Excel-Tabellen niedergeschrieben und haben dann im Grunde genommen irgendwann diese Sachen auch wieder zurückgekriegt, konnten dann zwar in diese Datenbank, wo eine dritte Dienststelle ihren Anteil eingeschrieben hat, reinschauen, konnten ihn aber nicht bearbeiten, haben dann im Grunde genommen wieder eine E-Mail geschrieben oder eine neue Excel-Tabelle angelegt, um die Vorgänge zu beobachten. Und der Geldgeber wurde dann an einigen Stellen auch wieder über E-Mail informiert, konnte aber an anderer Stelle irgendwo etwas protokollieren, wo wir bis heute noch nicht rausgefunden haben, wo die das letztlich protokolliert haben. Also es war im Grunde genommen alles relativ unübersichtlich und ich glaube, sie konnten mir jetzt auch bei den Ausführungen nur bedingt folgen. Nach der Umstellung sieht das momentan so aus. Die Dienststelle 1 kann den Vorgang jederzeit beobachten, weiß dadurch, wie im Grunde genommen die Stände sind. Dann die Dienststelle 2 legt diese Anforderungen in einem Dokument nieder, die gemeldet werden von Dienststelle 1. Leitet das dann weiter an den Bereich, der die Entwicklung und Weiterentwicklung vornimmt. Dieser protokolliert das ebenfalls in diesem einheitlichen Dokument und informiert dann den Geldgeber. Auch der kann an der Stelle jederzeit sehen, wie der Stand ist, kann rechtzeitig einsteuern, wenn es da nochmal Bedenken gibt. Und wenn dieser Prozess dann abgeschlossen ist, geht das Ganze zurück an die Dienststelle 2 zur Prüfung. Dienststelle 2 kann jetzt jeden einzelnen Schritt nachvollziehen und gibt dann danach im Grunde genommen die Anwendung für den Anwender der Dienststelle 1 wieder frei. Und so lässt sich dieser Kreislauf sehr gut und schnell überwachen. Das heißt, statt 1000 E-Mails zu schicken, arbeitet man nun an einer Seite zusammen, hat dort eine Versionierung, kann also auch Arbeitsstände zwischenzeitlich nachvollziehen. Und das Wichtige ist, die Informationen sind letztlich auch jederzeit sofort verfügbar. Wir als SGA-Wiki-Administratoren koordinieren unsere gesamte Arbeit im Grunde genommen über ein Meta-Wiki. Ich habe als ein Beispiel mal rausgesucht, wir führen einmal jährlich ein Anwendertreffen durch und planen das auch im Wiki, informieren über das Wiki auch die entsprechenden Gäste und koordinieren auch unsere Arbeit im Hintergrund damit. Der Vorteil ist, wir sind jetzt beim sechsten Anwendertreffen angefangen und dadurch, dass wir konsequent alle Informationen immer im Wiki hatten, können wir sowohl unsere Arbeitsschritte als auch die Ansprechpersonen und so weiter sehr schnell wieder rekonstruieren. Das heißt, wir halten unser Wissen an der Stelle sehr lebendig. Etwas, was für unsere tägliche Arbeit wichtig ist. Wir machen auch unsere Aufgabenplanung im Wiki, entwickeln unsere Ideen dort weiter und nutzen es auch letztlich, um Nutzeranfragen strukturiert abzuarbeiten. Das sind zum Beispiel Fehler, die gemeldet werden. Wir erfassen diese Fehler. Der Nutzer wird darüber auch letztlich informiert. Die Seiten sind immer offen, das heißt, auch andere betroffene Personen können jederzeit dort draufschauen. Die Daten werden strukturiert aufgenommen und Bearbeitungsstände weitergegeben. Außerdem werden dann Lösungen bekannt gegeben, sodass dieser ganze Vorgang an einer Stelle aufgearbeitet ist
Und wir koordinieren das Ganze auch nochmal über eine Übersicht, sodass man sehr schnell sieht, ob ein Fehler bearbeitet worden ist, ob gelöst worden ist, ob es zumindest eine Arbeitsmöglichkeit gibt, um den Fehler zu beheben oder abzumildern. Und die Rückmeldungen an der Stelle waren noch recht positiv. Daneben gibt es dann viele Bereiche, die Fach- und Community-Wikis sind. Das sind häufig dienststellenübergreifende Wikis, an denen viele teilnehmen können. Ein Beispiel ist unser Wissensmanagement-Wiki, wo neben dem Austausch auch Methoden vorgestellt werden sollen und Nachrichten vermittelt werden und letztlich man gemeinsam etwas zum Wissensmanagement in der Bundeswehr auch aufbauen möchte. Vielleicht jetzt noch zum Drumherum. Ich glaube, Sie haben festgestellt, dass ich eher eben aus der Beraterperspektive für das Wiki sprechen kann. Wissensmanagement ist da schon ein wichtiges Thema, aber im Grunde genommen läuft das immer im Hintergrund mit, dass wir durch konkrete Anwendungsberatung dazu beitragen, dass eine gewisse Form von Wissensmanagement in der Bundeswehr stattfindet. Wichtig ist unser Austausch. Halbjährlich findet ein Anwendertreffen statt, was immer bedeutet, dass die Inhalte von allen für alle sind. Jeder ist dort gerne eingeladen. Und ansonsten bieten wir noch weitere Unterstützung an, indem wir eine Wiki-Hotline haben, wo man uns jederzeit anrufen kann und wir konkret am Telefon weiterhelfen. Oder man chattet uns an. Auch da sind wir dann ganz schnell dabei und antworten. Und letztlich bieten wir in regelmäßigen Abständen Schulungen an, zentralisiert, ungefähr 20 Stunden netto, sodass man bei uns auch lernen kann, nicht nur wie bediene ich das Wiki, sondern auch die Hintergründe werden dabei mit vermittelt. Ansonsten bieten wir auch Anfrage an Tagesschulungen an und Workshops, die dann für Dienststellen bezogen auch vor Ort durchgeführt werden und die eben auf ganz spezifische Inhalte eingehen. Und parallel dazu betreiben wir einen sehr, sehr umfangreichen Hilfebereich, der eben hier auch Unterstützung gibt und wo wir momentan auch dabei sind, Best Practice-Lösungen aufzunehmen und vorzustellen, um so im Grunde genommen dieses Wissen auch wiederum an andere in diesem Service oder andere Anwender weiterzugeben. Was machen wir noch? Wir haben festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass man als ein Service auch wiedererkannt wird. Auf der anderen Seite machen wir wenig Vorgaben, sodass ein großer Freiheitsrahmen für unsere Nutzer auch vorhanden ist. Mit Postern versuchen wir auf uns aufmerksam zu machen und im Grunde genommen auch darzustellen, wofür das Wiki nutzbar ist, welche Stärken sich dahinter verstecken. Und durch regelmäßige Aktionen versuchen wir auch wiederum Leute aufmerksam zu machen und Nutzungsmöglichkeiten vorzustellen. Also ein Beispiel aus dem Anfang dieses Jahres war, wir haben einen Malwettbewerb durchgeführt, an dem der Kindergarten der Bundeswehr teilgenommen hat. Und die Siegerbilder, die wir hatten, die waren dann für einen Monat sichtbar als Startseite des Wiki-Service. Ganz aktuell haben wir einen Adventskalender gestartet, wo wir auf Best-Practice-Beispiele verweisen. Also hinter jedem Türchen steckt ein offener Wiki-Bereich, der im Grunde genommen es erlaubt, dort etwas zu entdecken und sich Know-how anzueignen. Das ist so lessons learned für Anwender, aber auch für uns.
nochmal unsere drei K.O.-Kriterien. Bei allem, was man macht, sollte man die im Hinterkopf behalten. Es geht um das Kooperieren miteinander, miteinander an der Dienststelle. Es ist also eine Kulturfrage, die dahinter steht. Es geht darum, Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Das Arbeiten heißt eben auch Transparenz. Und letztlich das Zusammenarbeiten. Nicht einer ist für die Information allein verantwortlich, sondern dadurch, dass viele da beitragen, wird Information verdichtet und verbessert. Für den Einstieg empfehlen wir so die Art, also kurzfristig eine Pflege von Visitenkarten. Das sind einmal die Dienststellenseiten im Wiwiki, aber auch Kurzinformationen, die Seiten eines Projektes oder einer Dienststelle, sage ich mal, vorgestellt werden. Dann sollte man das Ganze auch nutzen, um Wissen zu teilen, hier also verstärkt einzusteigen, indem man erstmal vielleicht Fragen beantwortet. Und das Zusammenarbeiten, Miteinanderarbeiten vereinfacht eben auch den Aufwand. Mittelfristig sehen wir die Notwendigkeit, dass das Wiki und die Möglichkeiten des Wikis in eine Mitarbeiterkommunikationsstrategie eingebaut wird, dass also auch klargelegt wird, in welcher Form sozusagen Wissen transportiert werden soll, wo Wissen abgelegt werden soll. Und letztlich ist es auch eine Sache, man kann dieses Werkzeug nutzen. Dahinter verstecken sich aber eben auch Veränderungen, die langsam mit angegangen werden müssen, und das sollte man dann über so ein Tool auch versuchen, ein Stück weit mit, wie soll ich sagen, einzubauen, es verständlich zu machen, was da passiert. Und langfristig ist es natürlich immer wichtig, dass man noch einen Blick hat darauf, die Inhalte zu aktualisieren, aktuell zu halten und eine Pflege dieser Inhalte und des abgelegten Wissens sicherzustellen. Ja, auch ich habe einiges dazu gelernt in den 2,5 Jahren, die ich jetzt dabei bin, so ein Tool einzuführen. Wir sind immer noch dabei, obwohl das erste Wiki 2005 gestartet ist. Man muss sehr behutsam dabei sein, neue Arbeits- und Fehlerkultur sichtbar zu machen, die dahinter steckt, weil das doch häufig abschreckend wirken kann. Wichtig ist aber immer, dass man im Grunde genommen Mehrwerte darüber auch sofort sichtbar macht. Es ist ein langwieriger Prozess. Wir sind immer noch dabei, die Möglichkeiten bekannt zu machen, Arbeitsweisen zu erklären, die damit verbunden sind. Und dieser Prozess ist noch immer nicht abgeschlossen. Es ist in den Dienststellen bekannt, dass Wissensmanagement wichtig ist. Aber letztlich ist es ein verbrannter Begriff, was ein Stück weit immer den Stempel hat, es ist zeitaufwendig. Das heißt, wir versuchen bei unserer Beratung zu zeigen, was mit einfachen Mitteln möglich ist, wo eine Zeitersparnis sichtbar wird. Und wir verwenden auch nicht unbedingt in diesem Zusammenhang, oder ich, den Begriff Wissensmanagement. Sowohl der Führung als auch den Anwendern muss man ganz schnell deutlich machen, was für Mehrwerte dieses Angebot für die eigene Arbeit bedeutet. Im Grunde genommen, wenn ich dieses Wissen aufschreibe, dass ich nicht ständig ans Telefon gehen muss, sondern dass ich über die Teilenfunktion den Link der Seite, wo dieses Wissen abgelegt ist, an den anderen weitergeben kann. Oder dieser findet es schon durch die Suche. Ein weiterer Punkt, der hier steht, ist ehrlich kommunizieren. Es ist ein Werkzeug, es ist nicht die Lösung, es ist nicht das Allheilmittel. Aber man kann viel damit machen. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise, mit der ich vorgehe und mit der ich, denke ich, auch Erfolg hatte. Der Einstieg selber passiert häufig durch uns als Wiki-Administratoren, dass wir die ersten Wege ebnen in die Arbeit mit dem Wiki, aber die eigentliche Überzeugungsarbeit
und die Anwendung, das muss dann vor Ort passieren. Und da setze ich sehr stark auf Multiplikatoren vor Ort, die dann ein bisschen mehr wissen als die anderen und die mit diesem Wissen als eigene Leute wahrgenommen werden, als jemand aus dem Nachbarbüro, als Ansprechperson. Die Personen hinter diesem Werkzeug sind extrem wichtig. Ja, und was auch dazu kommt, täglich lernt man dazu, täglich muss man offen hinschauen und täglich entdeckt man neue Dinge, die man dann an andere weitergeben kann. Wer noch ein bisschen mehr wissen möchte, letztlich zur Einführung des Wiki-Service in der Bundeswehr. Da ist ein Buch erschienen 2014, Wiki-Service.de, das Buch Fakten, Hintergründe, Berichte, Erinnerungen. Und das war es jetzt auch von meiner Seite mit dem kurzen Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Böhner. Das hat ja wirklich schon tiefe Einblicke gegeben. Sie haben auch am Ende sehr gut Ihre Lessons Learned zusammengefasst. Ich würde ganz gern noch mal so ein bisschen auf diesen Anfang zurückspielen. Ich fand das ganz beeindruckend, diese Geschichte, wie das so als U-Boot gestartet hat und wie das ja dann doch über einige Jahre zu einem offiziellen Erstprojekt und dann einem offiziellen Werkzeug wurde. So rückwirkend betrachtet, was denken Sie, was war da der Erfolgsfaktor? Also wie haben Sie es geschafft, dass eben dieses U-Boot nach dem ersten, oh Gott, was ist da los und jetzt wird das sofort mal alles beendet und stillgelegt, dass das U-Boot nicht komplett versenkt wurde, sondern wieder auftauchen durfte. Was war da am stärksten am Erfolg beteiligt? Also es war eine ungeheuer engagierte Gruppe an Soldaten dahinter, die diese Mehrwerte erkannt haben, die sich die Mühe gemacht haben, darum zu kämpfen. Also der Weg war auch für diese nicht einfach, aber sie hatten eben Leute, die losgezogen sind und Werbung gemacht haben. Sie hatten Leute, die sehr deutlich die Mehrwerte kommunizieren konnten, auch in die Richtung nach oben. Und dieses CD und E-Vorhaben, also diese Methode, die man da angewendet hat, die hat das Ganze auch noch in gewisser Form wissenschaftlich begleitet. Das heißt, es wurden Studien gemacht, die dann belegten im Grunde genommen, dass sich Suchzeiten verkürzen, dass Dinge einfacher im Zugriff sind. Und letztlich ein ganz wichtiger Faktor ist eben auch die Unkompliziertheit, mit der man dieses Werkzeug nutzen kann. Also zum einen denke ich mal, die Umstellung auf die andere Software hat noch dazu geführt. Und man hat diesen offiziellen Weg bestritten, der mühsam war, der aber letztlich dazu geführt hat, dass das auf allen Ebenen auch abgesegnet worden ist. Das heißt, man ist bis ins Bundesministerium der Verteidigung hochgegangen. Dort ist es entsprechend von den höchsten Stellen mitgezeichnet worden, schon das Konzept. Das hat man also erkannt, den Mehrwert, und damit hat man dann die Möglichkeit geschaffen, es tatsächlich dann auch aus dem Projektstatus heraus umzusetzen in den zentralen Dienst. Interessant ist ja tatsächlich dieses CD und E, ne, also Concept Development and Experiment, wie Sie schon sagen, das eine so ein bisschen die wissenschaftliche Untermauerung, also um auch vielleicht gerade auf Führungsebene nochmal deutlich zu machen, dass sie nicht aus der Luft gegriffene Behauptungen, gerade was den Mehrwert angeht, sondern wir können das tatsächlich belegen. Das ist wahrscheinlich ganz clever. Und dieses Experiment heißt ja immer auch, wenn wir das jetzt in dieser Experimentierphase nicht schaffen, besteht auch natürlich die Möglichkeit, es jederzeit zu stoppen. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein ganz wichtiger psychologischer Faktor, oder? Das stand natürlich dahinter, aber man ist eben schon mit so vielen positiven Faktoren eingestiegen. Es ist natürlich in der Zeit auch rechtlich gesichert worden.
eben dass zum Beispiel festgelegt worden ist, Nutzer dürfen nicht, also man darf es nicht verbieten, dass dort Leute mitarbeiten, man darf, man hatte natürlich so die typischen Ängste, Vandalismus und so weiter, diese Sachen sind aber auch ausgeblieben, zumal alle unter ihren Klarnamen schreiben. Erst wenn man auf das Profil unserer Anwender geht, sieht man dann auch den Rang innerhalb der Organisation. So steht man im Klarnamen und ist eben auch gleichberechtigt. Jetzt haben Sie selber schon ein bisschen das Thema rechtliche Regelungen angesprochen. Wie ist es denn mit, wie ist man generell mit Sicherheitsbedenken umgegangen oder auch so ein Kulturfaktor, also womit sich viele Organisationen ja schwer tun, ist ja dieser fast schon basisdemokratische, partizipative Ansatz, jeder darf, jeder soll, Wissen zählt mehr als die hierarchische Position. Da könnte man ja jetzt etwas böswillig unterstellen, dass das in einer Organisation wie der Bundeswehr doch gar nicht funktionieren kann, die ja sehr klar hierarchisch strukturiert ist. Wie spielt da diese Kultur rein und wie wichtig war so ein Kulturwandel auch für das Wiki? Also diese Problematiken, die Sie da gerade angesprochen haben, die gibt es immer noch. Das ist unser täglich Brot, zu überzeugen, dass keine Gefahr davon besteht, wenn jemand dort sein Wissen preisgibt. Man hat auf der rechtlichen Seite eben ein Disclaimer reingeschrieben in das Wiki, dass die Informationen, die dort stehen, nicht alleinige Arbeitsgrundlage sein soll und dass sie aus offiziellen Quellen eben nachprüfen müssen, ob die Informationen dort stimmen. Was aber häufig nicht einfach ist, weil durch Verlinkungen man dann direkt zu den Quellen auch kommt. Das zweite ist, dadurch, dass jeder mit seinem Klarnamen dasteht, hat er auch ein Eigeninteresse daran, im Grunde genommen nichts reinzuschreiben, was falsch ist. Weil er wird darauf angesprochen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor, was einerseits Hemmschwelle ist, nämlich sein Wissen preiszugeben, auf der anderen Art aber sicherstellt, dass wenn dort Wissen reingeschrieben wird, dass das eben auch Hand und Fuß hat. Wir müssen immer ein bisschen kämpfen gegen diesen Wunsch, die Alleinherrschaft oder die Wissenshoheit zu haben. Das heißt, diesen Wiki-Gedanken ein Stück weit auszublenden. Das versuchen wir, indem wir mit kleineren Gruppen arbeiten, anders als im Bi-Wiki, wo ja jeder schreiben darf. Was auch gut angenommen wird, weil die Nutzer ihre Mehrwerte erkennen, nämlich dort aktuelle Informationen zu finden. So wird in kleineren Bereichen darauf von unserer Seite hingearbeitet, dass zum Beispiel dort alle einer Dienststelle zusammenarbeiten, ohne dass es darauf ankommt, dass der eine mehr schreiben darf oder der andere weniger oder dass das durch irgendjemanden abgesegnet wird. Das ist so das, was wir machen. Und ansonsten ist das immer noch eine Lernwiese. Es kam jetzt, glaube ich, ein einziges Mal vor, dass ein Oberstleutnant bei uns angerufen hat, also schon recht hohe Ebene, und sich beschwert hat, dass ein anderer einen Text, den er geschrieben hat, verändert hat. Und da war unsere Antwort oder unsere Fragen, die wir gestellt haben, ist der Inhalt falsch? Hat er irgendetwas kaputt gemacht? Ist was Falsches weggelöscht worden? Als wir diese Fragen dann von ihm mit Nein beantwortet bekommen haben, konnten wir eben sagen, ja, der Mehrwert bestand ja darin, dass er ihre Informationen jetzt ergänzt hat. Und das konnte er und durfte er auch, weil er hat es ja richtig gemacht. Und wenn es nicht richtig gewesen wäre, hätten sie das ja wieder rückgängig machen können. Also an der Stelle haben wir eher dann positive Erfahrungen, wenn man mal ins Gespräch kommt dazu. Ich habe auch noch mal eine Frage gehabt, das war mir so aufgefallen, wenn Sie diese halbjährlichen Anwendertreffen machen, was kann man sich da inhaltlich so vorstellen, wie viele nehmen da dran teil? Mir war aufgefallen, wenn es so 710 Bereiche gibt
und nur jeder zweite würde kommen, also je wenigstens ein Vertreter aus dem Bereich, dann wären das schon eine ganze Menge Leute. Also wie groß ist denn das und was tun die Leute jetzt in dem Treffen so typischerweise? Was sind da die Themen? Also es sind so bei den Teilnehmerzahlen um die 60 Personen. Dann Themen, die wir dort so durchsprechen, ist, dass wir externe Referenten einladen, die eben ein wenig aus ihren Erfahrungen sprechen. Wir hatten jetzt gerade eine Firma da, die einen Wiki-Bereich für sich eingefügt hat, aufgestellt hat. Die haben eben auch über das gesprochen, was sie gelernt haben. Dann hatten wir von unserem Servicedienstleister einen Vortrag, der darüber gesprochen hat, was für Änderungen im Rahmen dieser Firma im nächsten Jahr anstehen. Aber viel wichtiger sind die 20-Minuten-Vorträge von, sage ich mal, anderen Wiki-Administratoren, die für ihre Bereiche sprechen, die in 20 Minuten vorstellen, wie sie bestimmte Dinge innerhalb ihres Bereiches umgesetzt haben, wie viel Aufwand das war und so weiter. Und am Nachmittag finden dann in der Regel Workshops zu Themen statt, die uns in dem halben Jahr zwischen den Anwendertreffen aufgefallen sind. Dieses Jahr ging es darum, mal die Rollen festzuhalten, die ein Wiki-Administrator und ein Wiki-Gärtner wahrnehmen sollte, um seinen Wiki-Bereich interessant, aktuell und nutzbar zu halten. Auf der anderen Seite hatten wir einen Workshop, wo es darum ging, man hat verschiedene Wiki-Bereiche zu einem Thema, wie schafft man da jetzt eine gemeinsame Klammer? Aber auch ganz praktisch, wie kann ich bestimmte Funktionalitäten mit CSS umsetzen oder verbessern? Wie lerne ich überhaupt in diesem Rahmen? Das war so das, was wir jetzt im letzten Anwendertreffen gemacht haben. Und in dieser groben Struktur sind auch alle anderen Anwendertreffen aufgebaut. Wichtig ist eben einfach der Austausch, der da stattfindet. Und für das nächste Anwendertreffen, was wir am 1. Juni nächsten Jahres durchführen werden, ist das Thema Wissensmanagement, wo wir eben gucken, Wiki, Wissensmanagement, wie passt das zusammen? Jetzt haben Sie selber schon diese Rollen genannt, Administrator und Wiki-Gärtner. Autor ist ja im Prinzip auch eine Art Rolle. Wie sieht es denn, sind das offizielle Rollen, für die es dann auch ein definiertes zeitliches Budget gibt oder wie ist das geregelt? Also wir sind noch ein bisschen anders strukturiert. Wir haben einmal die technischen Administratoren, die sind bei unserem Servicedienstleister. Dann haben wir die Administratoren mit erweiterten Rechten. Das sind wir als SKA Wiki-Administratoren. Ui, hier im Hintergrund tobt gerade meine Katze. Wir können zum Beispiel in alle Wiki-Bereiche reinschauen. Wir dürfen nicht aus diesen Wiki-Bereichen ausgeschlossen werden. Und wir sind in der Lage, neue Wiki-Bereiche anzulegen. Und dann kommen die Bereichsadministratoren, die im Grunde genommen für ihren Bereich dann die Kontrolle haben, die im Grunde genommen dort ihre Aufgaben wahrnehmen. Die Wiki-Gärtner, das sind häufig Leute, die freiwillig im Wiki arbeiten, aber auch, ich sag mal, ab dem Bereich Bereichsadministrator ist es so, dass da eigentlich keine Zeiten für freigestellt werden. Das wird höchstens toleriert oder Aufgaben in einigen Fällen drumherum anders organisiert, sodass dieser Mensch dann Zeit hat, diese Aufgabe wahrzunehmen. Ich habe noch eine Frage, die aufgetaucht ist, so die letzte. Von meiner Seite, das ist die Frage hier, welche Herausforderungen seht ihr, was sind Ihre nächsten Schritte, die jetzt im nächsten halben Jahr, Jahr, anderthalb Jahren angegangen werden sollen? Also wo man gesagt hat, okay, da müssen wir noch was tun. Wir haben
Im Bereich der Weiterentwicklung des Wikis, um Funktionalitäten letztlich zu verbessern oder zu vereinfachen, da sehen wir eine sehr starke Herausforderung. Wir haben noch aus der Wikimedia-Zeit kommend bei der Überführung sehr viele eigene Makros entwickelt und versuchen nun, diese wieder zurückzuführen auf Standardfunktionalitäten oder die Funktionalitäten so zu vereinfachen, dass eine bessere Nutzung für unsere Nutzer damit möglich ist. Das ist eine Aufgabe. Dann wird auf jeden Fall ein neues Update kommen. Wir haben unsere Schulungsbestrebungen, sage ich mal, jetzt ausgebaut. Da müssen wir natürlich auch Erfahrungen sammeln. Und so 2018 hoffen wir dann, dass wir auch im Grunde genommen im Bereich E-Learning stärker einsteigen können, um die Nutzung dort zu verbessern oder dort Informationen besser bereitzustellen. Und dann das ganz tägliche Geschäft, was wir haben, Leute überzeugen, den Wiki-Service zu nutzen, den Wiki-Service im Grunde genommen weiter in der IT-Landschaft und in der Werkzeuglandschaft der Bundeswehr zu verankern und zu vernetzen. Ja, das sind so ganz wichtige Punkte, die doch auf uns zukommen im nächsten Jahr. Gut, vielen Dank. Ja, dann der Ausblick so in die Zukunft ist ein ganz schöner Abschluss. Vielen Dank, Frau Böhner, das war sehr spannend, was die Bundeswehr hier in Sachen Wiki macht. Ich muss gestehen, ich hatte jetzt so eine hierarchiefreie Zone, die ein Wiki ja letztendlich darstellt, in einer hierarchischen Organisation wie der Bundeswehr gar nicht erwartet. Umso beeindruckender die Nutzungszahlen. Vielen Dank, dass Sie uns da Einblicke gewährt haben, Frau Böhner. Dankeschön. Ja, genau.